Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthulk. Willkommen zurück zu Let's Talk. Dieses Mal in Terraria. Wir spielen Garthulk, hier mein super schöner Charakter. Auf der Welt Mallorca. Ist übrigens das erste Mal, dass ich diese Welt betrete. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, aber es ist ja auch wurscht. Ist ja ein Let's Talk. Wobei es in dem Fall sogar ziemlich wurscht ist. Nicht wurscht ist. Mein Zettel fällt immer runter. Ich habe hier einen Zettel. Oh, Bäume. Sehr gut. Bäume sind immer gut. Und genießt die Musik. So, dieses Let's Talk wird, dieses Mal eine... falsches Werkzeug. Ich fange an, hier einfach mal ein bisschen abzubauen und es schneit. Sehr gut. Guck mal, Moment. Pinguin. Pinguin. Seht mal, Pinguin. Wow. Okay. Ja, Terraria hat einen Content-Patch gekriegt, deshalb habe ich es mal wieder rausgekramt. Ist aber auch wurscht. So, Thema dieses Let's Talk ist heute, vor nicht allzu langer Zeit, in meiner Zeitrechnung zumindest, vor einer Woche ungefähr, habe ich, Ghost Masters abgeschlossen. Unser Hauptprojekt Ghostmasters wurde abgeschlossen erfolgreich. Ist natürlich super. Jetzt ist die Frage, was kommt denn nach Ghostmasters? Die Antwort ist ziemlich simpel wie ernüchternd und zwar erst einmal gar nichts. Ja. Hat einen Grund und zwar... ich bin mit drei Projekten viel zu viel überfordert. Es ist viel zu lange Zeit... zwischen den einzelnen Projektparts. Das liegt einfach daran, dass ich wie immer, wie gewohnt, keine Zeit habe. Ich habe doch keine Zeit. Und entsprechend habe ich mir überlegt, ich werde zumindest was die regelmäßigen Projekte angeht, ein bisschen zurückrudern. Und muss dann auch klar sagen, ich werde nur noch zwei Projekte halten. Regelmäßig kommen, also zwei regelmäßige Projekte. So, im selben Anzug muss man die unregelmäßigen Projekte, sprich Together-Projekte und Vergleichbares beachten. Denn da wird bei mir in nächster Zeit wesentlich mehr kommen. Ich habe ja bereits mit den ganzen Chaoten von letsplays.de der Let's Player-Gruppe, der offenen, habe ich ja bereits mich rege ausgetauscht und wir haben da ja auch ein eigenes Projekt. Oh, da oben. Dann komme ich anders an. Haben wir ja ausgemacht und entsprechend dort ein Together gestartet. Das. Ich habe es Blockbuster-Projekt genannt. Wie es genau heißt, weiß keiner so wirklich. Aber wir haben da das Projekt dann gestartet. Und. Stirb, Schleimi! Leider haben wir mittlerweile festgestellt, dass wir alle ziemlich unregelmäßig Zeit haben. Entsprechend wird das Projekt sehr, sehr unregelmäßig aufgenommen und bearbeitet werden können. Entsprechend wird das Projekt sich ein bisschen hinziehen, aber das macht ja nichts. Ich habe ja noch anderes Zeug zu tun. So, Schleimi stirbt. Ich werde jetzt einfach den Schleimi töten. Ich will den Schleimi töten. Stirb, Schleimi. Oh nee, nicht Schleimi. Hau nicht ab. So, des Weiteren sind noch weitere Projekte mit anderen Let's Playern geplant. Von mir zumindest. Und entsprechend darf man sich da dann auch was freuen. Wie lange das hält und wie regelmäßig diese Projekte kommen, keine Ahnung. Ist aber auch wurscht. So. Komm her. Im selben Atemzug... Habe ich, glaube ich, schon mal verwendet, die Formulierung. Ist aber auch wurscht. Jetzt rennt der Schleim nicht runter. Oh, guck mal da rein, genau. Möchte ich jetzt, das ist das Hauptthema dieses Let's Talks, möchte ich ein neues Projekt ankündigen. Und zwar, ich habe es eigentlich schon für Januar angekündigt gehabt. Ist es dann aber auch nicht gekommen, habe ich aus verschiedenen Gründen, habe ich es verschoben. Und zwar das Projekt Let's Beat the Garthulk. Was habe ich da gerade gekriegt? Grabber?
Ich will einen Videograbber haben. Rope? Ich habe einen Bumerang. Warum habe ich einen Bumerang? Ach so, ja, das war von der Testwelt. Ja, ich habe eine Testwelt gespielt. Ich gebe es zu. Aber wurscht. Ich habe einen Bumerang. Hui! Sehr schön. Und schon Geld. Wow. Und zwar Let's Beat Sigurdhulk. Was hat es mit diesem Projekt auf sich? Ich werde, um das zu erklären, weil bei der letzten Aufnahme, die ich verkackt habe, habe ich... Das war dämlich. Ich brauche die Zeit jetzt zu erklären und nicht zu bauen. So. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hingehen. Und mich einfach einmauern, scheiß drauf. So. Passt. So, ich stelle mich hier hin. Wo ein Ork hingehört. In die Ecke. So, Let's Beat Sigurdhulk. Was versuche ich? Ich möchte in Let's Beat Sigurdhulk möchte ich Custom oder Self-Improved Challenges spielen. Und zwar Challenges, die ihr, also meine Zuschauer, mir stellen dürft. Das heißt, ihr dürft euch überlegen, was der Gorthog zu tun hat, und ich werde das dann machen. Wichtig dabei ist zu erwähnen, ich will die Videos, also die Challenge sollte innerhalb eines Videos, sprich einer Zeit von ungefähr 15 Minuten bis 2 Stunden durch sein. Das heißt, ich will keine Challenges von wegen besieg mal Ninja Gaiden in no hit in very hard. Sowas wird direkt von mir abgelehnt, das sage ich jetzt mal gleich vorneweg. Das liegt einfach daran, dass das nicht der Sinn der Challenge ist, sondern dass das einfach nur Quälerei ist. Die Challenges werden wahrscheinlich schon hart genug, aber ich will mir vorbehalten, dass eben sowas nicht kommt. Das heißt, eine Challenge 15 Minuten bis 2 Stunden, das ist so die Zeit, die ich einplane für die Challenge. Wer ein Beispiel will, der sieht sich einfach mal meine Challenge, die ich mir selber gespielt habe, die Green Demon Challenge, und kann sich daran ein Beispiel nehmen. Das ist nämlich sowas, was ich suche. Also ich möchte praktisch Green Demon Challenge die Idee ein bisschen weiterspinnen. Gut. Also jetzt zu den genauen Regeln, also dem Ablauf des Projektes. Ich würde hier noch eine Leiter hinbauen, mal ganz kurz. So. Ja. Und zwar, wie könnt ihr euch eine Challenge ausdenken? Also wenn ihr euch eine Challenge ausgedacht habt und jetzt schon Ideen habt, wie ist das Ganze umzusetzen? Ganz einfach, oder was heißt ganz einfach? Na gut, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr schickt mir entweder eine PN hier über YouTube oder ihr schickt mir eine E-Mail. E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung unten. Also ihr wisst schon, der Klappentext unten. Mit dem Betreff Let's Beat Sigurdhulk oder LCTG. Also Let's Beat Sigurdhulk. Abkürzung. In welcher muss Folgendes enthalten sein, damit ich die Challenge spielen kann? Also, damit ich verstehe, was ihr eigentlich von mir wollt. Ich kann nicht Gedanken lesen. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Bis dato. In der E-Mail muss enthalten sein, zum einen der Spieletitel, das ist ganz klar, das ergibt sich auch aus der Sinnlogik heraus. Also ich muss wissen, was ich spiele. Zudem noch ganz kurz, sollte ich den Titel nicht haben, werde ich ihn natürlich mir besorgen. Dabei sei noch gesagt, ich werde Spiele, die man auf illegalem Weg bekommt, werde ich von vornherein ablehnen. Das hat einfach rechtliche Gründe.
Weil ich will keine illegalen Spiele, ich will, möchte auch keine illegalen Downloads von legalen Spielen, also in Deutschland legalen. Das heißt, indizierte Spiele werde ich nicht spielen, auch wenn es mir leid tut. Ich werde... Also keine illegalen Sachen, das ist logisch. Keine indizierten Sachen. Dann werde ich... möchte ich in der Beschreibung haben die Regelbesonderheiten, das heißt, was ich zum Beispiel nicht verwenden darf, welche Items ich nicht verwenden darf, was eigentlich halt mein Ziel ist. Das heißt, in der Green Demon Challenge war mein Ziel, finde alle 8 roten Münzen und bevor das... Kann ich das Ding eigentlich schließen? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal. Nee. Keine Ahnung. Scheiß drauf. So. Ah, sehr gut. Mich nervt die Karte ein bisschen. Tut mir leid. das heißt, welche Regeln ich zu beachten habe, um das Spiel spielen zu können. Das muss drinstehen. Dann... Also, um die Challenge überhaupt eine Challenge sein zu lassen. Dann möchte ich in die E-Mail drinstehen haben, wo mein Startpunkt ist. Das heißt, zum Beispiel bei der Green Team Challenge war es Bob on Battlefield vor dem ersten Baum, also vor dem Baum mit dem Pilz. Eventuelle Sachen, die zu beachten sind, wie zum Beispiel der Pilz befindet sich nur in diesem Baum, dass ich nicht ewig rumsuchen muss und sowas. Das heißt, es ist einfach nur lächerlich. Dann, wichtigere Punkte, die noch zu beachten sind, ist natürlich die Ziel- und Siegbedingungen. Also wann habe ich gewonnen? Also wenn ich alle 8 roten Münzen und den Stern eingesammelt habe, das bitte möglichst genau beschreiben, damit es keine Unklarheiten gibt. Alle Zombie. Hast du irgendwas in der Hand? Du bist mir auch wurscht. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Dann wichtig, die Niederlagebedingung, beziehungsweise die Abbruchbedingung. Das war bei der Green Demon Challenge, war die Abbruchbedingung, wenn ich den Pilz einsammle, dann habe ich verloren. Niederlage war wohl, bis ich keinen Bock mehr habe. Also bis ich einsehe, dass ich es nicht schaffe. Es kann natürlich auch andere Niederlagebedingungen geben, wie, keine Ahnung, Zeit läuft ab, wenn ich einen bestimmten Gegner oder wenn der Boss eine bestimmte Phase erreicht oder sowas, wenn es sich um einen Boss dreht, dann habe ich verloren, etc. pp. So, und jetzt kommen wir zu einem wichtigeren Teil. Auch der Teil oder Grund, warum ich hier jetzt eigentlich gerade Terraria spiele und nicht Spelunky. Denn Terraria hat direkt etwas mit dem Projekt zu tun. Und zwar wird Terraria tatsächlich weitergeführt. Also ich baue hier jetzt nicht einfach nur so vor mich hin Blöckchen, sondern ich baue Blöckchen mit System. Denn Terraria wird als Projekt weitergeführt werden von mir. Und zwar wird es so sein, dass ich jedes Mal, nachdem ich eine Green Demon, Challenge gespielt habe, nachdem ich eine Self-Improved Challenge gespielt habe, ich eine Runde Terraria spielen werde, welche dann auch gleichzeitig Strafe bzw. Belohnung ist. Denn meine Zuschauer, also ihr, dürft dann entscheiden, was oder wie Terraria sich weiterbildet. Und zwar jedes Mal, wenn ihr mir eine Challenge zuschickt, werdet ihr in die E-Mail auch noch reinschreiben, was denn meine Strafe ist, also beziehungsweise was ihr wollt, dass ich tue, wenn ich das Spiel verliere, also wenn ich die Challenge verliere, und zwar in Form einer Strafe oder eines Auftrages oder etwas. Das heißt, ihr sagt mir dann, bau mir eine Kapelle oder sowas, also du musst jetzt in der nächsten Aufnahme eine Kapelle bauen oder du darfst in der nächsten Aufnahme keinerlei Waffen oder sowas verwenden, sondern du darfst tatsächlich nur Spitzhacke und Kupferaxt nehmen oder
Das nächste Bauwerk, das du baust, darf nur aus, keine Ahnung, Dreck oder sowas bestehen. Das dürft ihr entscheiden dann. Das heißt, ihr entscheidet, wie Terraria weitergeführt wird, indem ihr dafür sorgt, dass ich verliere. Hört sich echt grausam an. Wichtig dazu sollte man sagen, die Challenges müssen auch fair sein. Das heißt, ich muss eine reelle Chance haben. Hier auch wieder das Beispiel mit Ninja Gaiden und dem No-Hit und so'n Scheiß. Das heißt, ich werde auch gegebenenfalls... ja, das komme ich gleich drauf. Also wie gesagt, ihr entscheidet dann, wie es weitergeht. Wenn ich gewinnen sollte, wieder erwartend, also wenn ich die Challenge tatsächlich schaffen sollte, was ich natürlich versuchen werde, möchte ich natürlich auch eine Belohnung haben. Und zwar möchte ich als Belohnung haben, dass ich mir einen neuen NPC holen darf. Terraria hat ein paar NPCs und ich glaube, es sind auch noch ein paar dazugekommen mit dem neuen Content-Patch. Und ich finde, die geben eine nette Belohnung ab. Sie sind nicht nötig fürs Spiel, sie machen es aber deutlich einfacher. Man bekommt NPCs, indem man Häuser baut, indem man irgendwie einen Tisch, einen Stuhl, eine Fackel und sowas reinstellt und eine Tür dran klebt. Und ich möchte das praktisch mir NPCs als Belohnung. Das heißt, wenn ich eine Challenge schaffe, hole ich mir einen NPC in meine Stadt, in mein Dorf oder was auch immer ich gerade baue. Ich weiß noch nicht, was ich baue. Und dieser NPC wird fortan für mich verwendbar sein. Sollte es übrigens sein, dass ich versehentlich ein Haus baue, was gerne mal vorkommt, wenn ich in Tunneln grabe, mir eine Werkbank hinbaue, was gerade die Idee kommt, dass ich mir eine Werkbank bauen könnte. Also dann werde ich den natürlich vertreiben, sprich, ich werde sein Haus abreißen und sein Grab schänden und das Ganze. Und ich werde auch auf Schild, werde ich, denke ich mal, noch schreiben, was kommt. Lol. Bären. Man sollte übrigens dazu sagen, falls in meinen hier zum Beispiel mittlerer Rückstoß und dann irgendwo habe ich noch andere Items. Hier Rope ist natürlich Englisch. Ich habe nämlich sowohl ein Englisch... Ich jetzt weggeschmissen? Egal. Ich habe ein Englisch, ein Deutsch, eigentlich eine deutsche Einstellung, aber irgendwie aus irgendeinem Grund sind nicht alles Deutsch. Aber das mag jetzt nicht stören. So, zum Thema Kontakt, also mich erreichen. Wie gesagt, ihr schreibt mir bitte eine PN über YouTube oder schickt mir halt eben eine angegebene E-Mail-Adresse. Falls ihr nicht über selbigen Kommunikationsweg weiterhin mit mir kommunizieren wollt, schreibt mir bitte einen alternativen Weg, wie ich euch erreichen kann, für eventuelle Rückfragen. Weil wie gesagt, ich werde nicht alle Challenges annehmen, die ich von vornherein sehe, die werde ich nicht gewinnen können. Die werde ich nicht annehmen, weil das ist einfach nur Trolling und das will ich mir, darauf habe ich echt keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich will faires Challenging haben und dafür auch faire Belohnung geben. Ich guck mal ganz kurz auf meinen Zettel. Belohnung habe ich, ich kriege NPCs. Ja, Länge der Videos habe ich. Kontakt, ja, wie ich erreichen. Vorbereitungszeit, genau. Natürlich möchte ich, wenn ich diese Challenges spiele, wenn insbesondere wenn es Challenges geht, um Challenges geht, in denen ich ein wenig Knopfhoff über das Spiel brauche, zum Beispiel ich brauche ein New Game Plus etc., möchte ich natürlich ein wenig Vorbereitungszeit haben. Das heißt, ich möchte mich allgemein auf die Spiele vorbereiten. Vorausgesetzt, ihr sagt jetzt nicht, nee, es ist zwingend notwendig, dass du das Spiel dafür nicht kennst. Das solltet ihr mir... Was hat der da? Ich bring dich um, weil du blaue Haare hast. Rein. Jetzt stirbst du. Der auch. Ich glaube, das war dämlich. Oh oh. Das war dämlich. Ich glaube, das war echt dämlich gerade. So, wie gesagt, ich möchte ein wenig vorbereiten. Gegenstände natürlich.
So. Ihr stirbt! So. Wie gesagt, Vorbereitungszeit. Sofern es nicht zwingend erforderlich ist für die Challenge, dass ich das Spiel nicht kenne, möchte ich mich vorbereiten können. Ihr schreibt mir dann auch dazu, wie viel Zeit ihr denkt, dass es angemessen ist, dass ich Vorbereitung habe. Sowas halt bitte. Und eventuell auch eine, falls möglich oder sowas. Offenbar war das Glibber, was der hatte. Der hatte, glaube ich, einen Schleim hier auf dem Kopf. Falls es noch irgendwelche relevanten Informationen gibt oder irgendwelchen Fluff oder sowas, den ich drumherum wissen sollte, können tun. Zum Beispiel, diese Challenge habe ich mit meinem kleinen Bruder mal gespielt oder diese Challenge ist entstanden, weil... Dann könnt ihr sowas gerne natürlich auch in die E-Mail schreiben. Ich lese immer gerne sowas. Ich lese ja allgemein ziemlich gerne Dinge. So, ich habe den Tunnel gebaut. Hier werde ich übrigens meine Basis errichten. Zettel... Ja. Ja, das habe ich auch. Ja. Ja. Nein, ich werde Zelnix jetzt nicht beleidigen. Gut. Damit stehen, denke ich, alle Dinge klar. Falls ich was vergessen habe, tut's mir leid. Es wird aber nochmal in der Videobeschreibung zu finden sein. Die könnte man lesen. Ihr wisst schon, das ist das mit dem Augen und dem Buchstaben. Und da ich nicht gerade mehr lange Zeit habe, und mit nicht mehr lange Zeit haben, meine ich, ich habe Hunger, würde ich sagen, das soll's jetzt mal von Terraria gewesen sein und von mir. Und ich freue mich schon auf sehr, sehr viele Challenges. Mein Name ist Gorthulk. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hab ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann bei der ersten Challenge wieder. Bis dahin und... Ciao, ciao!